Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Wie geht's, wie steht's? Na, wir sind hier in der neuen Werkstatt, die noch nicht geöffnet hat? Fragezeichen, ich weiß es nicht. Und ja, wir machen heute weiter eine Story. Ich weiß gar nicht, ob schon irgendwie gesagt wurde, was wir als nächstes machen müssen. Ne? In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen gequestet, haben die war mitgetroffen, die vielleicht oder vielleicht auch nicht die Tochter von Cid ist, also dem echten Cid. Und ja, wir sind auf einer Kopfgeldjagd gegangen, wir haben hier und da eine Quest gemacht, haben schon wieder alles erledigt und jetzt gucken wir mal, wie es hier weit geht. Ich tue heute mit ein paar anderen Einstellungen hier aufnehmen. Ich hoffe, alles läuft perfekt, ne? Sollte eigentlich, aber wenn irgendwas schief läuft, dann wisst ihr Bescheid, ne? Aber sollte eigentlich alles okay sein, ne? Gucken wir mal. So, mit dir müssen wir schnacken, ne? Was macht die Suche nach Kupka? Verläuft im Sande. Es gibt unzählige Sichtungen seltsamer Soldaten hier und dort. Aber leider nichts Konkretes. Doch ich finde schon noch heraus, wie er Rosalith verlassen hat. Ja, bleib dran. Wenn jemand dieses Rätsel lösen kann, dann du. Und ich warte so lange, wie es nötig ist. Ich warte noch 5 Jahre. Er tut wortwörtlich jetzt hier warten. Wartest du hier? Spricht denn etwas dagegen? Oh mein Gott. Weißt du, Clive, ich denke, es ist ein Segen, dass du den Thron deines Vaters nicht geerbt hast. Deine armen Untertanen würden in Angst vor dir leben. Oh mein Gott. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Ich will Clive, Baby, komm. Das beruhigt mich. Clive, hast du kurz Zeit? Wir haben einen Gast. Ein Gast? Oh nein. Deine Mühe. Wie großzügig, gerne wieder. Oh. Onkel Byron? Clive, mein Junge. Zapf ein Fass an. Dein Lieblingsonkel ist hier. War es gerade ein freudiges Onkel Byron oder ein schockiertes? Bei Clive ist das ein bisschen schwer so einzuschätzen. Berühmtesten. Tausende von Meilen entfernt. Dikasia. Ah. Bringt euch den Kristall sehr gut ein. Bald wird der nicht mehr stehen. Dafür sorgen wir. Die Regierung ersucht uns um Frieden. Was entgegnen wir? Falls sie gewillt sind, ihre Kriegsschuld anzuerkennen, sollten wir darauf eingehen. Dennoch, kein Vertrag ohne beträchtliche Reparation. Dikasias Vorräte sind nicht so groß wie erwartet. Ja, es gibt viele Mäuler zu stopfen. Die Dalmeker werden ihre Schatzkammern für uns leeren müssen. Oh, er ist der neue Mann von ihr. All dies nur möglich dank eures taktischen Geschicks, Prinz Olivier. In der Tat, keiner von uns hätte den Mut, mit dem mächtigen Titan zu verhandeln, geschweige denn den Verstand, ihn für uns zu gewinnen. Das Kaiserreich steht in eurer Schuld. Möge der Segen der Kristalle mit euch sein, eure Hoheit. Möge der Segen der Kristalle mit euch sein. Sehr gut. Nun lasst uns die Frage besprechen, wann genau die Dalmeker ihre Truppen abziehen werden. Dions Feuer könnte uns das alles ersparen. Die Herren der Wüste werden sich nicht rühren, bis ein Vertrag zustande kommt.
So, lasst uns weiter verhandeln. Geben wir ihnen Zeit, uns wirklich all ihr Gold zu präsentieren. Und sobald sie unsere Forderungen erfüllen, welchen Wert hat schon ein Schriftstück? Wow. Eure Heiligkeit, wenn Prinz Dion zu Felde zieht, wird der Feind sicherlich auch seinen Dominus entsenden. Natürlich würde seine Hoheit triumphieren. Doch es gäbe große Verluste auf beiden. Keine Angst vor Hugo Kupka. Gegenwärtig ist er an der Westfront. Selbst wenn die Dalmeker nach ihm schickten, käme er zu spät. So sehr mich ein Duell auch verzücken würde zwischen Bahamut und Titan, es soll nicht sein. Und eure Untertanen, eure Heiligkeit? Wenn die Stadt zum Schlachtfeld werden sollte, sind sie es, die am schlimmsten leiden. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Doch für jeden Untertan, der stirbt, wird ein neuer geboren. Für jedes Heim, das brennt, ein neues errichtet. Das Reich wird fortbestehen. Ich bin ein korrupter König, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Dion? Ja, Herr. Wer genau ist er denn dann? Ist er einfach nur irgendwie ein Ritter oder ja, Dominus, ne? Aber ich hätte gedacht, er wäre irgendwie verwandt oder so. Man kann ja nicht, ne? Oh. Hier ist. Kampfbereit. Aber Herr, muss ich mich etwa wiederholen? Reite an die Front und erwarte Befehle. Wenn ihr es wünscht, eure Heiligkeit, dann breche ich auf. Was prophezeien die Astrologen? Die Zeichen sind eindeutig, Eure Heiligkeit. Der Schatten des Verrats liegt auf dem Prinzen. Annabella sprach also die Wahrheit. Du enttäuschst mich, Dion. Ja, ich nehme an, er ist sein Sohn, ja. Nicht ihr Sohn. Okay, macht Sinn. Sollte ich mehr aufpassen. Bei mir ist politische Storys sind mir zu hoch. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ah, gut. Bei uns nehmen die Überraschungen einfach. Jetzt mal wird hier ein Schnellreisepunkt reingepackt. Onkel, wie geht's dir stets? Ah, mein geliebter Neffe, hab dich vermisst. Wie hast du uns gefunden, Onkel? Mit Unterstützung des jungen Sir Wade. Ein wirklich sehr hilfsbereiter Bursche. So wie du anscheinend. Die Hüter und ihre Freunde erzählen die wildesten Geschichten über deine Heldentaten in Rosalith. Deshalb bin ich hier.
Ich will wissen, was wirklich vorgefallen ist, um Fakten und Fantasie zu trennen. Hast du mit den Hütern der Flamme die Bürger von Rosalith nach Portisolde evakuiert? Das habe ich, ja. Dann habe ich auch ein paar Fragen. Komm, gehen wir hinein. Sehr gern. Du da? In den Truhen sind 2000 Myriaden Gil. Sieh zu, dass sie in die Taschen meines Neffen kommen. 2000? Das ist nicht wirklich viel. Soll das viel sein? Das ist nicht viel. Weiß ich auch nicht. Eine Flotte südlich vor Portisolde? Höchst interessant. Bedauerlicherweise endet hier mein Wissen. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Kupka in Rosalith verwundet wurde. Erst recht nicht, dass mein eigener Neffe ihm diese Niederlage beschert hat. Was denkst du, Vivian? Ich denke, mit diesem Hinweis auf die dalmekische Flotte und den jüngsten Berichten über Valuta-Manöver haben sich die letzten Details des Rätsels ergeben. Kommt, ich zeige es euch. Okay, mehr Politik, die ich sowieso nicht kapiere. Wir wissen, dass Kupkas Heer über den unbewachten Seeweg in Rosaria eindringen konnte. Ja. Dieselbe Route käme wohl auch für die Valuta in Frage. Schließlich ist ihre Marine bekannt für die Effizienz, mit der sie ihre Ritter von einem Schlachtfeld zum nächsten trägt. Und ihr Flaggschiff, die Einherja, oder Schwarze Galeone, wie sie auch genannt wird, ist nicht minder gefürchtet als ein Herr. Ja, ist das nicht irgendwie die Soldaten der Walküren oder irgendwie sowas? Irgendwas mit Valhalla? Ich bin auch schon aufgehört im Fire Emblem. Jenseits von Ashra zu richten. Ja, es ist überaus wahrscheinlich, dass auch die Valuta Rosaria über den Seeweg erreichten. Schweine. Überlege selbst. Wenn du Titan vor dem Tod retten wolltest, wohin würdest du ihn bringen? Zweifelsohne nach Drachenfang, oder? Ein sicherer Ort mit genug Äther, um seine Wunden zu heilen. Doch mit dem Schiff wäre das ein langer Umweg über das Südkap. Gehen wir trotzdem davon aus, dass die... Und seine Hände mit Äther heilen. ...um dir Kupka vor der Nase wegzuschnappen. Hätten sie das wirklich riskieren wollen? Ihn an Bord eines der Schiffe zu nehmen, die mit wehenden Flaggen vor Portisolde gesichtet wurden? Wochen auf See, unerbittlich vom Wind und den Wellen durchgeschüttelt, kämen für einen schwer Verletzten einem Todesurteil gleich. Nein, Kupkas treue Anhänger würden verhindern wollen, dass dies seine letzte Reise wird. Welchen Plan verfolgten die Valuta dann? Die Berichte lassen vermuten, dass sie nicht die Küste, sondern die Wüste ansteuerten. Auf direkter Linie durch die Dünen der Velkoi könnte eine kleine Karawane Kupka Tage eher nach Hause bringen als das schnellste Schiff. Kein Zweifel, alles deutet darauf hin, dass es die Valuta waren, die Hugo Kupka gerettet haben. Darauf würde ich dein Leben verwetten. Wieso mein? Hallo? Also dann haben die Valuta den Schuft in Sicherheit gebracht. Wenn ich darüber nachdenke, die Schiffe, die ich gesehen habe, kamen mir etwas seltsam vor. Die Besatzung wirkte niedergeschlagen, wie in Trauer. Als ob sie glaubten oder jemand sie hat glauben lassen, dass ihr Dienstherr tot sei. Scharf beobachtet, Lord Rosfield. Und das ist deine Antwort. Um Kupka zu finden, musst du nur der Spur der Valuta durch die Velkoi folgen. Sie dürfte schon erkaltet sein, aber wie sagt man in der Republik, alle Wege führen nach Drachenfang. Ich denke, ich werde dich ein Stückchen begleiten. Ah, du bist sowas von tot. Wie es der Zufall will, hatte ich ohnehin vor, nach meinem Besuch hier Richtung Kanva zu reisen. Drachenfang wäre nur ein kleiner Umweg. Das würde mich sehr freuen. Gib mir noch einen Augenblick. Ich muss den anderen Bescheid sagen. Dann können wir los. Gut, aber beeil dich, mein Junge. Mir juckt's in den Füßen.
Okay. Dann wissen wir ja, was abgeht. Oh nein, wir müssen natürlich wieder Otto Bescheid sagen. Hey Otto. Kupka ist in Drachenfang. Ich breche gleich dorthin auf. Willst du da etwa alleine rein? Keine Sorge. Ich habe nicht vor, den Mutterkristall zu zerstören. Erstmal will ich nur Kupkas Kopf. Ich werde vorsichtig sein. Versprochen. Das Land um Drachenfang gehört alles zu Kupkas Lehnsgut. Wenn du Schwierigkeiten bekommst, frag nach einer Ruge Nadalimil. Man nennt sie auch die Wüstenhäsin. Wer ist das? Eine alte Verbündete von Sid. Von ihm persönlich. Ich weiß nur den Namen. Und dass sie sich in Dalimil an der Schenke trafen. Seit seinem Tod haben wir nichts von ihr gehört. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass der neue Sid ihr Interesse weckt. Danke. Ich werde es mir merken. Und was ist mit deinem Onkel? Also, er kann gern bleiben, aber... Schau nicht so besorgt. Er kommt mit mir. Das wollte ich hören. Gav, Alter. Kümmert euch um alles Weitere. Was hast du gegen meinen Onkel? Was hast du gegen meinen Onkel? Okay. Wo ist er? Na gut. Gut, Onkel. Es kann losgehen. Bereit? Jawohl! Komm! Auf geht's ins Abenteuer! Der Typ kommt irgendwie voll fehl am Platz, aber... Ja, die Sachen, die der sagt, schon. So. Oh, nochmal ein neues Gebiet, oder? Ich dachte, wir gehen jetzt schon direkt wieder ins nächste Story-Dingen. So. Da ist schon wieder Neues aufgetaucht. Was macht ihr denn da mit mir? Muss ich doch natürlich wieder sofort machen. Hier. Die Racker stellen schon wieder Unfug an. Alle gegen meinen Onkel. Ja. Ich schlacht euch alle ab. So. Ich nehme mal das jetzt in dem nächsten Gebiet. Ne? Velkoi-Wüste, Dalmekia. Okay, du bist schwächer als der Flan-Prinz. Oder Pudding-Prinz. Aber stärker als davor. Der wandelnde Grabhügel. Größte Dalmekia. Das ist ein bisschen sehr vage, aber nur mal um sicher zu gehen, wenn ich schon mal hier bin. Wie geht's, wie steht's? Willst du mal gucken? Wow, du bist absolut nutzlos. So, okay, dann gehen wir mal in ein neues Gebiet, ne? Velkoi-Wüste, ein schier unendliches Meer aus Sand und Stein, das mit der Zeit immer weitere Teile des Westens Dalmekias in sich reißt. Cool. Gehen wir mal hin da. Oh, Sandsturm. Ist mein Onkel jetzt Teil der Gruppe? Das sieht aus wie so ein typisches Gebiet aus Final Fantasy 12. Uns auch immer diese Wüste hier von, ich weiß nicht, wie die erste Stadt noch mal hieß. Als ich zuletzt hier gewesen bin, oh ja, eine Axt, glaube ich. Da hinten liegt ein Handelsposten, nicht weit von hier, direkt am Weg nach Drachenfang. Dann lass uns dort beginnen. Okay. Pferden im Sand. So. Ist wahrscheinlich aber nur Gast, ne? Ne, Gruppe.
Gut, haben wir mal neues Gebiet zu erkunden. Geht natürlich erstmal nach oben hin. Mal zu gucken, was da ist. Schlachten mal ein paar neue Gegner ab, die wir noch nicht kennen. Hinter den Ruinen der Gefallenen dort drüben. Behalte sie im Blick. Im Wüstensand kann man schnell die Orientierung verlieren. Das ist gut, Onkel. 28. Ihr seid neu, ne? Vergaß. Bin ich nicht cool, Onkel? Ich muss sowieso ja erstmal so ein bisschen rumlaufen, ne? Dieses Jagdding hier zu finden. Sieht eigentlich so tränkemäßig aus. So, wie ist das jetzt eigentlich mit der Verwandlung von meinem Hund? Irgendwie verstehe ich nicht genau, ob man die aktivieren kann oder nicht. Klappe. Boah. Einmal reinstechen, Onkel. Dann sind die tot. Ich hab Steine auf euch, ja. So, Alter, geben die viele Erfahrungspunkte. Nur schon Level 32. Jetzt hochklettern. Nö. Oh. Das sieht verdächtig aus. Ja, ist bestimmt irgendwas auf der anderen Seite. Hier so. Da. Nö. Da. Oh. Wüstenorte, sind die neu? Ich weiß es nicht. Keine Wüstenrose, das ist eine Wüstenrose. Oh. Ist das eine Rose, die aus Wüste gemacht ist, oder eine Rose, die man in der Wüste trägt? Ja. Okay. Ich dachte, hier in diesen Ruinen werden irgendwie ein paar Schätze. Vielleicht sind da auch welche, aber ich habe sie verpasst. Nördlicher Balkon. Die haben, glaube ich, nur gesagt in der Wüste, ne? Ich kann gar nichts sehen. Komm, Clive, kehren wir um, bevor wir uns verirren. Nexa. Ich muss da ja Zeugs erkunden. Ups. Ich liebe diesen Angriff. Ich habe ihn nur seit zwei Parts ungefähr. Aber ich liebe ihn jetzt schon. Die geben für vier Erfahrungspunkte. Warum soll ich hier nicht rumlaufen, hallo? Diese Kombi klappt immer bei normalen Gegnern. Torner, Bumm. Ein Tritt, ein Level up. Was das stylische Tritt, ey. Sehr gut. Goblin. Warte. Nein. Au. Donk. Natürlich, nachdem ich aufgelevelt habe, nehme ich Schaden, ne? Kann ich mich nicht mehr heilen. Beim Aufleveln tut man sich ja wieder hoch heilen. Natürlich nehme ich Schaden, nachdem ich aufgelevelt habe, mich hochgeheilt habe. So. So ein neues.
mal her. Oh nein, ich kann ihn nicht einfangen. Kommst näher? Okay. Boom. Blutige Haut. Aber die haben noch Federn. Na, da muss aber jetzt irgendwas sein. Komm. Doch, gar nicht so weit. Uah. Bonk. Was ist das letzte? Komm her, komm her. Ich hab was. Ah. Ah. Cool. Ich glaube, im Kampf kann man doch immer wieder auf die Gegner zuschargen, ne? Mit Phoenixflug. Deswegen verstehe ich nicht, warum man die Reichweite davon erhöhen sollte. So, wenn jetzt hier nichts ist. Oh, der Sand. Oh. Boom. Da war ich bereit für dich, ja. Au. Blöden Viecher, ey. Ja, so. Oh. Hat er auch geblockt? Cool. Vergessen hatte ich die ganzen lange Fahren auf. Donk. Ha, hat sogar geklappt. So stark war mein Angriff. War halt nur Feuer gesehen. Ja, die Viecher waren auch schon mal stärker. Boom. Das ist so ein geiler Angriff. Man nimmt keinen Schaden, man kontert. Hier ist wieder so ein Ding. Die Hand des Titanen. Hätte sein können, okay. Okay, mit den Dingern müssen wir noch herausfinden, was wir mit denen machen können, ne? Ich habe das Gefühl. Cool. Irgendwann werden die schon mir eine Nachricht geben, so, hör mal, du kannst das machen. Du kannst die Dinger berühren. Drei von den Dingern haben wir gefunden, ne? Bestimmt voll die optionalen Superbosse auf mich, ne? Ich weiß es nicht. Ja, mal Abkürzung. Onkel, hast du auch dein Chocobo? Wir haben nur so einen stinknormalen Chocobo. Da gibt es auch verschiedene Farben, ne? Offensichtlich hier. Ich glaube, was Besonderes. Nur ich habe einen weißen Chocobo. Ich finde diesen einen Angriff von Titanen super. Kann Angriff abblocken. Das ist unbesiegbar. Oh, hat man einfach nur so, das wie Krallen. Das wie Krallentanz, nur besser. Wenn man einen Angriff abblocken kann. Ich glaube, Krallentanz macht ein bisschen mehr Schaden. Boah. Und weiß ich nicht. Ich glaube, der macht die Willensanzeige ein bisschen schneller runter. Vor vielen Jahren, als du noch klein warst, sind wir hier schon einmal zusammen entlang geritten. Da haben wir deinen Vater auf einer Erkundungstour nach Drachenfang begleitet. Ich durfte mitkommen. Natürlich erinnerst du dich nicht. Es war kurz vor Joshuas Geburt.
du wolltest unbedingt bei der Geburt dabei sein. Und hast deinem Chocobo auf dem Rückweg so sehr die Sporen gegeben, dass er dich abgeworfen hat. Ich werde nie vergessen, ich dachte, ich war ein kleines Kind. Eins, zwei, oh. Ich glaube, ich habe das Kampfsystem geknackt. Oh, was? Mehr Gegner? Ich glaube, es falsch angefangen. Oder eigentlich noch mehr? Das ist so ein stylischer Trip, ne? Oh, das sah cool aus. Die Hand von Titan, was auch immer das war. Okay. Ich weiß nicht, wo der Boss auf uns wartet, ne? Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal da in die Stadt rein. In die Ruine oder was auch immer. Und dann kümmern wir uns um das Viech. Man verreckt ja im Viech und ich weiß nicht genau, wie das mit dem automatischen Speichern hier abläuft. Ich bin mir aber ziemlich sicher, das Spiel speichert. Ich will da rein. Auge des Sturms. Das ist nochmal das Auge des Sturms. So was Neues? Nee. Bonk. Machen wir mal ein bisschen hin, ja. Wo ist denn im Bildschirm? Ich sehe ich doch nicht. Ja, das ist auch eine Sackgasse. Ich dachte, da oben geht es dann weiter oder so. Schon die Orientierung verloren, mein Junge. Die Ruinen, sie weisen uns doch den Weg. Ich will aber erkunden. Mein Gott, Onkel. Oh, Heiltrank. Warte mal, Heiltrank hatte ich schon alle. Verdammt. Und super Tank. Mein Gott, ich merke gerade das Pokémon. Heiltrank, super Tank. Ich brauche noch einen Hypertrank. Alter. Wo bist du, ein Boss? Braves Mädchen. Oh ja. Du bist eine Schildkröte. Ja, ich war ja irgendwie fast die Tokalon kenne ich nicht. Tja, Greif. Sieht aus, als bräuchtest du ein noch größeres Schwert. Ich weiß nicht, war nie relativ schwierig. Den Angriff kann ich doch sicher absorbieren, ne? Gibt voll Flashbacks von Final Fantasy 15, wo Titan gegen Adantime gekämpft hat. Er lief genauso ab. Ich schwöre. Weiß mal dein Ding kaputt. Jetzt nicht mein Ding da. Oh, was ist das denn da? Da ist einfach nur die Reichweite des Kampfgebiets, ne? Aber mache ich hier. Oh.
Ich habe dann Wasser mit meinem Feuer absorbiert. Bis jetzt ist er relativ schädlich. Aua. Muss das natürlich sagen, ne? Oh, jetzt war ja klappt. Und dann den hier und den hier und den hier. Ich glaube, ich habe Elemente irgendwie eine Auswirkung auf den Schaden, aber auch. Okay. Bonk. Da, ich konnte nicht da treffen. Soll mal so versuchen, ne? Ich habe gar keinen Schaden, ne? Naja, das funktioniert so nicht. Bonk. Aber der hier funktioniert. So, trotzdem relativ chillig, würde ich sagen. Falsch angefangen. Jetzt war ich echt im Devil May Cry Modus. Weil ich 4 gedrückt habe für einen Fernangriff. Und damit schießt man normalerweise Pistolen in Devil May Cry. Du bist direkt über mir, Kollege. Und der Angriff springt auch nicht so. Das ist relativ easy. Nein, schon wieder. Zu früh, Mann. Titan. Bonk. Und in die Fresse, 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 in die Fresse. Noch sogar Schaden gemacht. Und jetzt alles drauf. Na, Onkel, bist du beeindruckt? Tatsache, wenn man dafür mashen muss, macht dann noch viel besser. Ah, jawohl. Boom, boom, das war's, ne? Jawohl. Oh, ich drehe mich. Oh, warte mal, kriege ich Rotlegierung? Komm schon. Ja. Yeah. Da brauchte ich doch für irgendwas. Nur Clive. An einem Trash-Talking müssen wir noch so ein bisschen arbeiten, ne? Sieht so aus, als wäre das harte Schale, weicher Kern. Sieht so aus, als hätte es sich geschildkrötet. Sieht so aus, als hätten wir diesen Panzer geknackt. Schildkröte, wie wär's mit tote Kröte? Ich weiß nicht, was daran so witzig ist, aber ich frage mich, ob es irgendwann mal irgendwie einen Film oder ein Spiel gab, wo irgendwie der Hauptcharakter irgendwie als voll dieser so was Neues, nee. Oder Hauptcharakter irgendwie
Ich frage mich, ob es irgendwann mal so ein Western gab oder so, wo die Hauptcharakter oder Hauptcharakter irgendwie, weiß ich nicht, so voll typisch Cowboy, ne? So super smooth und cool, ne? Habe ich das irgendwann mal so einen Film gehabt, wo es so einen Cowboy gab und der ist voll cool, ne? Voll so, ja, die ganze Zeit irgendwie einen coolen Spruch auf Lager, ne? Aber all den seine Sprüche sind voll Trash. Also der redet die ganze Zeit cool, aber in Wirklichkeit sagt er einfach nur voll peinliche und überhaupt nicht coole Sachen. Oh, was sind wir denn hier? Da müssen wir hin. Ich dachte, da müssen wir hin. Wenn er die ganze Zeit gesagt hat, so, oh, die Ruinen musst du folgen. Da gibt's irgendwas. Die Wache soll schon bis nach Rosalith vorgedrungen sein. Okay. Bin so weit von ihm weggegangen, ich habe ihn schon gar nicht mehr gehört. Und habe schon gegen die gekämpft. Ich weiß nicht, ob es irgendwie so ein Bestiarum gibt oder so. Also so ein Lexikon mit Monstern oder so, die wir bekämpft hat. Ja, ich glaube, die hat schon, ne? Ich weiß nicht. Ist ja noch einer. Ja, diesen Wildhund habe ich es gezeigt, bevor er mir einen super Aua gegeben hat. Madame, versuchen Sie mit mir zu flirten, weil wenn ja, dann muss ich ablehnen, weil ich bin kein Mann für Knuddeln und Schwul. Aber irgendwie voll der coole Hauptcharakter. Aber alles, was der sagt, ist einfach nur voll peinlich und überhaupt nicht cool. Die gute Dalli-Milchschenke. Weißt du, die Hitze hat mich ziemlich durstig gemacht. Wollen wir uns ein Schlückchen gönnen? Mach mal das. Irgendwie komme ich mir gerade so vor, als wäre ich so auf Urlaub oder so. So, wenn jetzt hier irgendwo so ein Teleport-Ding ist, dann würde ich gerne noch mal kurz zum Versteck zurückgehen. Weil irgendwas konnte ich mir mit der roten Regierung schmieden oder verbessern oder irgendwie sowas. Ich weiß noch nicht mehr was. Oder ist hier ein böser Ort? Sieh mal, dort. Das sind Tiere aus Ascha. So viel ist sicher. Chocobos. Schon ein langer Ritt aus Don hier. Ihr wundes Sitzfleisch werden sie gerade in der Taverne ausruhen. Sehen wir uns um. Sei brav und geh spielen, Torgal. Hunde dürfen da nicht rein. Aber wir gehen da rein. Ich komme nicht so. Jetzt bin ich wie dieser eine Assassine. Aus diesem einen Spiel mit den Assassinen. Wie heißt das Spiel nochmal? Mir fällt es gar nicht ein. Bestimmt voll der komplizierte Name. Hallo Barkeeper, ich komme aus einem fernen Land. Gib mir dein bestes Schlückchen Milch. Na, meine Herren, hungrig? Mein Kumpel hier, er verträgt die Hitze nicht so gut. Kannst du da was empfehlen? Nun, wenn es leicht sein soll, dann vielleicht unsere Chocobo-Suppe mit Linsen und Honig. Zwei Schüsseln davon und Bier. Gerne. Hey, Bedienung! Komme! Was, Kupka? Kumpel? Wärst du etwa lieber mein Knapper? Ich kann schwer, das war ja die Stimme von Kupka.
Das war Kupka, ne? Weiß Kupka. Oh, Joshua ist hier. Sind wir alle hier? Euer Gnaden, ihr seid offensichtlich noch zu geschwächt zum Reisen. Wenn ihr mir nur erlauben würdet, euch zu einem kundigen Heiler zu bringen. Nein, wir müssen weiter. Prinz Dion ist zurück im Feldlager und bricht bald auf zur Front. Ich muss ihn unbedingt vorher sprechen. Das ist vielleicht meine einzige Chance. Das verstehst du doch. Ja, das tue ich. Aber nehmt wenigstens eure Medizin. Ich bringe euch Wasser. Wenn wir sie jetzt treffen. Aufpassen, worauf denn? Hier gibt's doch eh nur Sand. Hab gehört, sie hätten unseren Gast ohne Probleme nach Drachenfang gebracht. Wir bleiben sicher nicht lang. Warum man uns in diese Einöde geschickt hat, um diesen Gipskopf zu retten, weiß der Henker. Dominus zu sein, schützt wohl kaum vor Dummheit. Wir reden von Kupka, nicht? So, trinken wir aus. Der Weg ist noch weit. Hey, du! Na toll, Onkel. Onkel? Verzeih. Könnt ihr gehen, Hoheit? Was ist los? Ich fürchte, unten braut sich Ärger zusammen. Also, keine Sorge, wir kümmern uns schon darum. Ihr seid also Reisende, wie? Meine Begleiter und ich sind hier fremd. Vielleicht könnt ihr uns eine Weile begleiten, uns den Weg zeigen. Tut mir leid. Uns rufen dringende Geschäfte nach Canva. Ach, ein oder zwei Stündchen habt ihr doch sicher für uns. Freunde. Jetzt haben wir wieder diesen Moment, wo Leute uns versuchen, Trash zu talken und wir beweisen die Form anderen. Wir können keinen Moment entbehren. Überlass sie ruhig mir. Gern doch. Ich meine, wir haben für das Essen bezahlt, nehme ich an, ne? Okay, wer will als erster schnuppern? Wer will mich als erster angreifen? Der kriegt als erster aufs Maul. Und jetzt der Rest. Leute, ich glaube, wir hätten die vielleicht nicht herausfordern sollen. Der Typ guckt sich halt einfach nur an, so Alter. Ja,
Ja, wir haben über Titan geredet, ist doch gut, aua. Oh mein Gott, da läuft jedes Mal so ab, ne? Ja. Gut. Stimmt so. Ach, apropos, der Eintopf bräuchte ein bisschen mehr Salz. Alles klar, Onkel. So, was macht sie mit der Information? Jetzt oder nie? Kennt sie uns nicht? Geht. Sie sieht ein bisschen aus wie so eine erwachsenere Version von wie ist sie, Iris von Final Fantasy 15, kleine Schwester von einem der Hauptcharakter. Ja, aus wie so eine mittelalterliche, etwas erwachsenere Version davon. Clive? Warum weiß er, dass er da reingehen muss? Als Kind hat er ja auch irgendwie, hat Gemüse irgendwie immer weggelegt, ne? Oder was auch immer das war. Okay, kannte sie uns jetzt nicht? Oder wollte sie nicht, dass wir uns mit Joshua treffen? Jetzt bestimmt einen Grund gegeben haben, ne? Ich habe überhaupt nichts daran gegessen. Wo steckst du? Schön. Die benötigte Auskunft gab es zum Getränk gratis dazu. Sie haben es ja selbst gesagt. Ihr Gast ist in Drachenfang. Gehen wir, bevor noch mehr von der Sorte hier auftauchen. Okay. Zum letzten Stich. Okay. Dornenkuss. Begib dich nach Drachenfang. Aber wir müssen hier schon wieder raus. Ich dachte, wir müssen hier vielleicht... Oh, guck mal, was es hier noch alles gibt. So, da ist noch erkunden. Ich hätte jetzt beinahe aus Reflex irgendwie 4 gedrückt. Ich weiß, ich kann sowieso nicht. Nein, kann ich nicht. Aber ich hätte den aus Reflex jetzt irgendwie abgeschlagen. Das ist ein Delinquent. Der verfluchte Krieg ist an allem schuld. Sobald sie herausfinden, dass du aus dem Kaiser... Ja, ist wie in so japanischen Animes, wenn die ganzen Raudis immer so am Hocken sind. Okay. Dieser Fluss hier fließt den ganzen weiten Weg bis ins Meer im Süden. Früher haben sie die Kristallsplitter auf Lastkähne geladen und sind damit... Hallo?
cool Stories ist. So, aber hierfür bin ich da. Was? Der Typ ganz links. Oh, ist das ein Schwert? Und das ist der einzige Weg nach Drachenfang. Dann gehen wir zum Fluss. Anscheinend möchte Lord Kupka zurzeit keine Besucher empfangen. Wir müssen durch dieses Tor. Ja, aber gewaltlos, hoffe ich. Ich finde, wir haben schon genug Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Aber wissen schon, wer ist das? Mit List. Vielleicht kann uns die Wüstenhirsin weiterhelfen. Rujena Dalimil, die Geheimnisvolle. Doch wie finden wir sie? Wir wissen nichts als ihren Namen. Sie war eine Verbündete von Sid. Bisher waren Sids Unterstützer Leute mit Einfluss. Angesehene und wohlhabende Mitglieder ihrer Gemeinschaft. So jemand dürfte Rujena Dalimil auch sein. Das würde mich raten, also in den einen Ort, der gerade blockiert war. Wir müssen uns nur erkundigen, wer in der Stadt das Sagen hat. Und genau das werden wir jetzt tun. Na, wahrscheinlich sie, ne? Sieht nicht so aus, als würden wir bald... Okay. Suchst du nach etwas Bestimmtem? Ist schon outdated. Ich weiß ganz ehrlich nicht, was ich mit meinem Geld anfangen soll. Geh mit Gilbert. Was? Geh mit Gilbert? Was soll das heißen? Geh Hof der Mühe. Ich habe Hof der Möhre gelesen. Mama, ich will mit dem Kristall. Was, mit dem Großen? Ich werde mit dem großen Kristall spielen. Ja, wir erkunden auch hier so ein bisschen die Stadt und dann gehen wir zurück zum Versteck und tun noch immer herstellen, was ich herstellen konnte. Ich brauchte Rotlegierung. Ich bin mir ganz sicher. Ich weiß nur nicht, was ich mehr herstellen konnte. Badehaus. Oh. Weihrauch, Wespenwachs, Kerzen. Ja, vielleicht die Stadt, wo wir irgendwie am Anfang des Timeskips waren. Kein anderes Brot ist so weich. Der letzte Schrei. Brot so weich wie ein Schäfchenwolke. Mit Kruste. Schnuppert mal, mein Herr. Meine Teppiche. Was war das vorhin in der Schenke für ein Lärm? Lass mich dich einladen. Ich brauche einen Schnaps. Echte Kaktoren, importiert aus Übersee. Oh, Kaktoren, genau. Wir sind in der Wüste. Wir müssen eigentlich ein paar Kaktoren begegnen, ne? Bei mehr als 1000 AP, ja, ne? Oh. Wir können dann bestimmt 1000 Nagel, ne? Und dann machen wir uns 1000 Schaden. So, wir gehen aber erstmal. Kann ich mal wüsste wie. Kann ich überhaupt zurück? Ja. Ja. Gehen wir ganz kurz zum Versteck zurück und stellen uns, was auch immer wir herstellen konnten, her. Ist das schon wieder eine neue? Nein. Oh, ich dachte jetzt. Warte mal hier. Und dann haben wir wieder unseren Sold für heute erledigt, ne? Du, mach mir gutes Zeug. Was willst du? Den habe ich, ne? Elektrum, nein. Ja. Oder habe ich denn gerade ausgerüstet? Das hier, ne? 3 mehr AP. 10 mehr Verteidigung. Na, warum nicht? Sollte eine Weile halten.
Und dann brauche ich aber noch ein Elektrum. Das heißt, ich muss noch mal gegen so ein Pudding-Viech kämpfen, ne? Irgendwann. Also eigentlich Kampfgeist. Ich habe einen Wert, da ist Kampfgeist. Mal gucken. Aus dem Willen der Qualität der Ausrüstung. Je höher der Wert, desto einfacher kann der Kampfgeist. Oh. Waren Clives Augen schon immer irgendwie so weißlich? Keine Ahnung. Gut, aber ich würde sagen, das war's dann für heute. Ne? Wir haben wieder heute viel erreicht, ne? Sind in der Wüste gegangen. Wir werden irgendwie, wie ich sie nochmal, die Wüstenhäsin finden. Beim nächsten Mal. Und ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich super gerne freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.